Leute, Crimex hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Reaction-Video auf meinem Kanal. Heute werden wir gemeinsam auf 10 Awesome Party-Tricks reagieren, also auf Deutsch übersetzt 10 geile Party-Tricks. Natürlich jetzt zu Zeiten von Corona, wo jeder am Party machen ist und sich mit seinen Freunden trifft und austauscht, ist das natürlich eine sehr geile Idee, Leute. Nein, Spaß, aber ich glaube, es wird trotzdem interessant. Also wenn die Corona-Sache vorbei ist, dann machen wir alle gemeinsam als der Crimex Army einfach eine fette Party und dann können wir uns die Tricks ja schon mal merken. Also Leute, vergesst nicht, das Video zu bewerten, vergesst nicht, den Paul Berger-Kanal zu abonnieren und let's go mit 10 Party-Tricks und Lifehacks, Leute. Let's go. Also, ihr nehmt hier erstmal so einen Apfel und schneidet hier so kleine, wie nennt man das? Einkerbungen macht ihr hier. Der wortgewandte Crimex, ja moin, okay. Ja, gut, er macht noch mal mehr so Dreiecke da rein. Okay, was macht er jetzt mit diesem Apfel, mit dieser Apfelhälfte? Was wird das für ein Party-Trick werden? Okay, also ich habe es noch nicht so ganz verstanden, was das werden soll. Und hätte hier so eine komplett leere Apfelschale. Ich stecke das da rein. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Was ist das jetzt, Bruder? Was ist das jetzt für ein Lifehack? Also ihr wisst, ich bin streng, was Lifehacks angeht. Wenn ich merke, die Lifehacks sind scheiße, dann... Jetzt nimmt er eine Lampe. Wie, war es das jetzt schon mit dem Apfel-Lifehack, oder? Okay, krass, cool, cool, du hast einen Apfel, der einfach nur gelb anläuft und auf einem Spieß gesteckt ist. Okay, also den Lifehack fand ich nicht gut. Den Lifehack kennen wir schon, den haben wir schon mal gesehen, er stülpt das jetzt hier drüber und dann habt ihr halt ein blaues Licht. So ein auf, wow, ich bin cool und hab blaues Partylicht. Also, der Lifehack erfüllt wenigstens so einen Zweck, wisst ihr, wie ich meine? So, es war jetzt auch nicht so mega feierbar, aber es erfüllt einen Zweck. Ach ja, Leute, man kennt ihn, der Lifehacks-Kritiker. Ich bin, glaube ich, echt die kritischste Person, was Lifehacks angeht. Ich überlege immer, ob sich das lohnt oder nicht. Obwohl, es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, dieses Blaulicht. Sieht gar nicht mal so... Ist okay. Okay, jetzt, er nimmt eine Cola-Dose. Boah, ich hätte gerade auch voll Bock auf so eine kalte Cola, wenn man das so sieht. Boah, gönn doch, Erzer. Gönn doch mal. Okay. Jetzt schüttet er die Cola da rein und es läuft halt so gefüllt über. Ja, und die Hälfte ist daneben. Hast du toll gemacht, Paul Berger. Hast du super gemacht. Gummischüler. Aber jetzt er will uns jetzt bestimmt einen Trick 17 zeigen. Ach, bringt das was, wenn man so sein... Bringt das was, wenn man so seinen Finger da drauf legt? Okay, das... Wenn das funktioniert, dann ist ein guter Lifehack. Der Lifehack wird mein Leben verändern, Digga. Oh, okay, Mikrowellen-Popcorn. Microwave-Popcorn. You know. Was macht der damit jetzt? Okay, er macht das so rum auf, damit man da besser rausessen kann. Ja, ist okay, Digga. Ist okay. Er gibt's in der Lifehack. Ist okay. Mikrowellen-Popcorn ist irgendwie voll lecker. Ich mag das voll. Okay, als nächstes haben wir eine Ananas und ich hoffe, der macht damit was Besseres als mit diesem unnötigen Apfel, Alter. Du Ananaskopf. Okay, ist das so ein Ananas-Schneidegerät? So ein Dreher ist das, ne? So damit man das so scheibenmäßig rauszieht. Ich glaube, das ist wirklich für Ananas. Oha. Oha, wie cool das aussieht. Ich habe sowas noch nie in der Hand gehabt. Was macht der jetzt? Okay, ist das Farbstoff? Lebensmittelfarbe. Und jetzt tunkt er diese Ananas in die blaue Lebensmittelfarbe rein. Und jetzt hast du eine grün-blaue Ananas. Und jetzt haut er das hier wieder rein. Und jetzt ist eine grüne Ananas. Und jeder denkt, die ist vergammelt und isst sie nicht. Ah, es ist okay. Also, ja... Vielleicht, wenn man das mit roter Farbe an Halloween oder so macht, okay.
So, Wassermelonentricks sind die besten, man kennt sie. Kennt ihr das im Sommer, wenn es heiß ist und ihr esst so eine kalte Wassermelone? Boah, Bruder. Schlägst du manchmal Wassermelone ins Gefrierfach? Ich finde das so geil, Digga. Ich finde das so geil, wenn Wassermelone kalt ist und im Sommer. Boah, das knallt, Digga, das knallt. Boah, er hat so einen Wassermelonenschneider. Warum habe ich keinen Wassermelonenschneider? Das ist ja cool. Aber da brauchst du auf jeden Fall Kraft, um das durchzudrücken. Ja, okay. So ein Wassermelonenschneider ist schon ganz nice. Wassermelone hit in, man. Ja, aber was macht er denn jetzt damit? Kommt da jetzt noch irgendwas mit der Wassermelone oder was jetzt gerade die Mission? Okay. Okay, Bruder. So, dann eine Birne. Es sind viel mit so Gemüse, ne? Obst, sorry. Viel mit Obst macht er. Ich kann Obst und Gemüse irgendwie nie auseinanderhalten. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt eine Traube. Okay. Steckt er ja so einen kleinen Zahnstocher rein. Dann steckt er das in die Birne rein. Und dann hofft er, dass die Trauben und die Birnen Babys machen und dass Traubbirnen rauskommen. Das wird sein Gedankengang sein. Oder es wird ein Igel. Ich weiß es nicht. Aber es sieht cool aus. Jetzt nehmen wir dann nochmal so eine dunkle Traube. Ja, es wird safe callen Igel, Digga. Es wird safe callen Igel. Jetzt noch so zwei Augen rein. Dann nimmt er die Kerne. Ist cool. Sieht cool. Also, finde ich, sieht cool aus. Also ich sag, Real Talk, bis jetzt der beste Lifehack war das mit der Cola-Dose. Wenn das wirklich nicht mehr überläuft, dann wird das mein Leben verändern, Bruder. Real Talk. Okay, jetzt haben wir hier wieder was mit Cola. Guck mal, Alter, oh mein Gott. Digga, der Trick funktioniert. Er hat's extra, ey, als hätte ich mich mit ihm abgesprochen. Als hätte ich mich gerade mit ihm abgesprochen, er hat's nochmal gezeigt. Weil das mein Bruder ist, der Kanal. Das ist mein Bruder, der macht immer die Lifehack und sagt mir immer, was er macht. Damit ich drauf reagiere. Ey, warum baut er einen Zapfhahn an eine Cola-Dose hin? Leute. Ey, also, warum macht man da einen Zapfhahn hin? Es ist so voll die unnötige Arbeit. Das zum Beispiel ist meiner Meinung nach ein sehr unnötiger Lifehack. Weil was bringt es dir, so die Cola rauszuzapfen? Es ist doch eh direkt leer, weil es nur eine kleine Cola-Flasche ist und du kannst doch auch einfach einschenken. Es ist kein cooler Party-Move. Wahrscheinlich trinkt man da einfach nur noch Kleber mit und es tropft noch raus. Diesen Lifehack nicht zu Hause nachmachen, Leute. Okay, jetzt pumpt er hier so einen Luftballon auf. Okay. Jetzt hat er dieses Ende da irgendwie so reingesteckt und, kann jetzt seinen Finger reinstecken und vielleicht auch andere Dinge reinstecken. Keine perversen Gedanken hier. Aber was hat er denn jetzt davon? Was bringt das denn jetzt? Bin ich der einzige Junge, der gerade irgendwie dabei was Versautes denkt? Jetzt in die Kommentare schreiben. Jetzt alle Frauen denken sich wahrscheinlich so, an was denkt ihr? Oh, scheiße. Nutella. Komm, let's go. Nutella Lifehacks sind auch oft gut. Will er jetzt die Nutella mit einer Spritze aufsaugen? Okay. Ey, er saugt jetzt nicht hier wirklich die Nutella mit der Spritze auf. Ey, ich wusste gar nicht, dass das geht, aber es ist bestimmt voll schwer reinzuziehen. Oha! Oha, Digga! Okay. Und jetzt spritzt er das in die Banane rein. Dann hast du eine Schokobanane. Nimmt er einen Stift?
und bohrt wahrscheinlich mit dem Stift so ein kleines Loch in die Banane rein. Und da wird er dann die Nutella reinspritzen. Auf No-Sexual-Basis. Okay, krass. Krass, Digga. Da wird jetzt die Nutella reingegönnt, Digga. Lol, okay. Jetzt musst du das bestimmt in Scheiben schneiden. Ja, aber die Schale ist halt noch dran, ne? Und die Schale musst du halt irgendwie noch abmachen, Bruder. Ah, okay. Ja, moin. Ja, war, ist okay. Schmeckt, glaube ich, lecker, Schokobananen. Ansonsten würde ich sagen, meine Freunde, das war's von den Party-Lifehacks gewesen. Also am krassesten fand ich echt das mit der Cola. Das wird mein Leben verändern. Wenn ich irgendwo essen bin, schenkt was mit einer Cola ein. Dann mache ich einfach den hier. Leute. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Folgt auf jeden Fall hier gerne dem Zweitkanal. Checkt meinen Hauptkanal aus. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymix.